Valerie Breitenfeld. Eines der zauberhaften Gesichter dieses Opernballs. Und ihre Mama mit dem kleinen Fotoapparat. Silvia Papasi ist mit mir in die Klasse gegangen. Und das ist ihre schöne Tochter Valerie. Mit Vincent Teichgräber, dem Architektensohn, zieht sie ein. Das ist Emily Lerchbaumer, die Nichte von Hans-Peter Haselsteiner. Schauen wir auch in die Loge. Das ist Uli Haselsteiner, die Schwester der Mutter von Emily Lerchbaumer. Der ganze Familienclan war da zu sehen. Das ist Alexander Pröll. Mit Veronika Pilus zieht er ein, der Sohn des ehemaligen Vizekanzlers. Da freut sich der Papa. Und das Josef ist aber ganz Pröll klar. Strahlt über das ganze Gesicht. Wolfram Hesun, der Siemens-Chef. Bewerbungen aus Russland hat es heuer gegeben. Es ist überhaupt ein Drittel der Paare heuer aus dem Ausland. 160 Paare, ebenso viele Feuerlöscher sind im Haus heute aufgestellt. Ich erwähne es nur. Nebenbei. Jetzt muss ich mich natürlich gleich korrigieren. Es sind nicht nur Nelken im Haus unterwegs. Wir haben schon einen ersten Blick getan auf die Veilchensträuße. Kim Kardashian hält das alles fest. Und schon wieder, Lugner telefoniert alles durch. Wem telefoniert Lugner? Hat er eine Freude am Opernball? Links die Mama, schaut schon jünger aus als ihre Tochter, Wunder der Medizin, Kris Jenner. Die Veilchen habe ich erwähnt, eine vielleicht unbewusste Hommage an die letzte Opernpremiere hier in der Staatsoper. Adriana Le Couvreur, wo die Heldin an einem vergifteten Veilchenstrauß am Schluss ihr Leben lässt. Ja, aber das sind die ganz ungefährlichen Veilchensträuße. Und von dem, naja, jetzt blicken wir natürlich auf unsere Diademe. Stephen Webster, Fly by Night. Er arbeitet auch gerne mit Gothic- und Punk-Elementen. Sieht man aber nicht wirklich. Nein, vor allem er hat sich nicht durchgesetzt, dass die Debütantinnen schwarze Kleider tragen. Hier sind sie, die von Swarovski wieder einmal ausgestatteten Diademe. Und da sehen wir, es sind heuer besonders viele Paare. Die Leute erleben gar nichts mehr, weil alles nur mehr... Oliver Pocher ist hier im Hintergrund zu sehen. Ein Überraschungsgast, von dem wir eigentlich nichts gewusst haben. Ja, jetzt ist er da. Man muss sich beim Opernball auch überraschen lassen. Es bleibt so viel gleich. Also, ein paar Überraschungen gibt es auch noch. Im vorigen Jahr haben wir an dieser Stelle gesagt, es gilt die Rettungsgasse. Das muss man eigentlich nicht wiederholen. Strahlende Paare. Die haben nach diesem Einzug, haben sie ja das, was man Stehzeit nennt. Sie müssen über eine halbe Stunde fröhlich und freundlich dastehend lächeln. Auch nicht ganz leicht in dieser Aufregung und in dieser ziemlichen Temperatur. Maximilian Fasselabend. Genau, tanzt mit Elisabeth Frech. Im Moment steht er hinter ihr, aber er wird tanzen. Und hier die stolzen Eltern. Ex-Verteidigungsminister Werner Fasselabend. Die Martina sagt, schaut's meinen Buben an. Ich glaube, das ist Philipp Slapper daneben, weil du den Verteidigungsminister erwähnt hast. Philipp Slapper war Zivildiener des Jahres 2013. Das haben wir nie geschafft. So. Wir haben auch nie den Mr. Austria geschafft. Beziehungsweise den Titel schon lange zurückgelegt. Der wird heute auch noch ins Bild kommen. Unsere Kameras sind an der Arbeit. Und gleich auch Barbara Westermeier, die Tanzlehrerin, freut sich schon auf den Moment, wo sie die Damen und Herren vollzählig beisammelt hat. Das ist die Nichte von Harald Serafin. Ja, Verena Riccadonna heißt sie. Harald ist zufrieden. Glücklichen Blick hinunter. Und Stefan Rosowitzki. Der schaut in die